Hallo, heute möchte ich dir Shisandra 13 vorstellen. Eine TCM-Rezeptur, die schon vor 500 Jahren in der Ming-Dynastie entwickelt wurde und die das Herz stärkt und den Geist beruhigt. Besonders gerne eingesetzt bei Schlafstörungen aller Art. Man hat sich vor 500 Jahren die Verbindung in der TCM zwischen Geist und Herz lebendig vorgestellt, hat gesehen, dass das in Zusammenhang steht und hat damals schon gewusst, dass zu viel Stress und zu viel Gedankenkarussell dazu führen kann, dass der Schlaf gestört wird, dass man unruhig ist, dass man nervös ist, dass man Stress hat. Und diese Mischung, die Ethnohealth auf Basis der alten Rezepte aus der Ming-Dynastie zusammengestellt hat, diese Mischung wirkt genau dem entgegen. Gerade wenn du zu viel kreist und nicht einschlafen kannst oder wenn du nachts wach wirst, auch teilweise, wenn du mit Hitzewallungen wach wirst, also auch in den Wechseljahren Schweißausbrüche hast und dich das am Schlaf hindert oder dich unruhig macht, du dich innerlich nervös findest, aufgewühlt fühlst, dann ist Shisandra eine wahnsinnig gute Idee. Darüber hinaus befeuchtet die Mischung auch den Darm, ist also auch bei Verstopfung und eher hartem Stuhlgang durchaus eine gute Idee, stärkt das Nervenkostüm generell. Und wir empfehlen, Shisandra 13 am besten einzunehmen, direkt vor dem Schlafengehen oder so gegen 9 Uhr abends. Und zwar ist das ganz einfach. Das ist ein Pulver, das wird einfach mit heißem Wasser aufgegossen. Halber bis ein Teelöffel sollte reichen. Und dann einfach nur umrühren, löst sich wunderbar auf und trinken. Und dann ab in die Federn und einen angenehmen Schlaf genießen. Probier es mal aus.